Ja, liebe Genossinnen und Genossen, guten Morgen. Ich werde mich natürlich bemühen, auch die 7 Minuten einzuhalten und keine Sonderrechte zu beanspruchen. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Noch 51 Tage bis zur Europawahl. Das sind 51 Tage für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. 51 Tage Zeit fürs Überzeugen, Argumentieren und zum Motivieren. Ich will auch gleich beginnen mit einem ganz brandaktuellen Beispiel zum Weitersagen, auch im Wahlkampf, wie die Linke konkret im Europaparlament wirkt. Vor 2 Tagen gab es in Brüssel eine sehr wichtige parlamentarische Entscheidung zur EU-Verordnung zum elektronischen Binnenmarkt, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern mit Spannung und auch mit Sorge verfolgt wurde. Man kann sagen, ja, es ging um die Zukunft des Internets. Heftigen Streit gab es unter anderem um den Vorschlag, die Netzneutralität auszuhebeln. Es stand die Frage, bleibt das Internet offen für alle? Haben alle Netznutzer die gleichen Möglichkeiten zur Datenbereitstellung? Oder wird die Kommerzialisierung des Internets eingeleitet und befördert? Liebe Genossinnen und Genossen, ihr kennt die Position der Linken dazu, die eindeutig ist. Wir lehnen ein Zweiklassen-Internet konsequent ab. So weit, so gut. Es tobte ein Kampf, nicht nur im Parlament, sondern auch außerhalb. Konservative versuchten über Wochen, natürlich gesponsert von Telekom, Google und anderen Internetriesen, Druck auszuüben. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, und darauf bin ich sehr stolz, ich kann euch heute berichten, wir haben uns dem nicht gebeugt und haben alle unsere Änderungsanträge gegen die Abschaffung der Netzneutralität, gegen Netzsperren erfolgreich auf der linken Seite des Parlaments durch die Abstimmung gebracht. Die Netzgemeinde aus Deutschland twitterte dann auch sehr schnell: Wahnsinn! EU-Parlament kippt Lobbyforderungen der Internetkonzerne. Genossen, das ist doch mal eine richtige Schlagzeile, die uns Motivation auch im Wahlkampf geben sollte. Ja, an diesem Erfolg haben wir aktiv mitgewirkt, darauf können wir stolz sein. Und ich hatte als Linke bei meiner Rede unter anderem ein dickes Buch in der Hand, und zwar die Unterschriftensammlung von 153.000 Unterschriften von Netznutzerinnen aus Deutschland. Das ist ein brandaktuelles Beispiel, wie wir Bürgerwillen direkt ins Parlament bringen, wie wir Demokratie verstehen. Und so sollten wir und wollen wir gestärkt gemeinsam weiter agieren im Europäischen Parlament, auch nach dem 25. Mai 2014. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir heute über das Thema Berlin in Europa und der Region diskutieren, dann tun wir das mit dem Ansatz, dass wir Europa als ein Thema für uns hier vor Ort begreifen. Ja, wir wollen dieses Gebilde EU vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen eine demokratische Union, die sich dem Sozialen verpflichtet fühlt und nicht dem Gewinn von Banken und Konzernen. Wir wollen auch erinnern an die große Verpflichtung, die wir einst hier in Berlin kennen, als Wahrzeichen Berlin, Stadt des Friedens. Aber, und das sagen wir genauso deutlich, wir wollen gleichzeitig auch alle Verantwortlichen dabei in die Pflicht nehmen, die schnell mal mit dem Finger nach Brüssel zeigen, um ihre eigenen Fehler zu überdecken oder ihr eigenes neoliberales Konzept zu Hause durchzudrücken versuchen. Sei es die Bundesregierung, sei es aber auch der Berliner Senat. Und da schauen wir auch schon mal genauer hin, was das Land Berlin jenseits von bunten Bildern, Europafesten und Absichtserklärungen so macht. Auf den Europaseiten des Senats steht Folgendes zu lesen: Berlin wählt Europa. In Berlin steht Europa täglich auf dem Programm. Toll. Aber ich frage mich, wie ernst gemeint ist das wirklich? Ich nenne mal 2 Beispiele aus der Praxis. Da ist zum einen der Umgang mit den Geldern, die aus Brüssel bereitgestellt werden.
Liebe Genossin, ich empfinde es als einen unverantwortlichen Skandal, wie der Senat mit diesen Mitteln umgeht. Im vergangenen Jahr hat Berlin so wenig Geld aus Brüssel ausgegeben wie seit 2008 nicht. Das verstehe, wer will. Die Senatorin Kohlert ließ bei der Arbeitsmarktförderung bis Ende 2013 fast jeden zweiten Euro aus Brüssel liegen. Im Bereich der Weiterbildung gab sie nur etwa ein Viertel aller EU-Mittel aus. Liebe Genossinnen und Genossen, das dürfen wir der Großen Koalition doch nicht durchgehen lassen und schon gar nicht im Europawahlkampf. Ich erinnere mal daran, die Losung der SPD im Europawahlkampf heißt, jetzt wird spannend, Europa neu denken. Na prima, sage ich da. Was soll dabei rauskommen, wenn schon diese Grundlagen und diese Schludrigkeit erkennbar ist? Da hat zum Beispiel der Senat großspurig eine neue Programmdatenbank angekündigt. Aber was lesen da Projekte, die dringend bei der Suche nach Fördermöglichkeiten, dabei Hilfe brauchen? Da steht, ich zitiere, die Datenbank befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Wir bitten um etwas Geduld. Liebe Genossinnen und Genossen, ist das innovative Europapolitik? Zweites Beispiel. Wo sind denn der Regierende oder der Stadtentwicklungssenator in Brüssel zu sehen oder zu hören, wenn es zum Beispiel darum geht, die großen Pläne zum sozialen Wohnungsbau, die hier in Berlin verkündet werden, zu verteidigen? Alle wissen, dass die EU-Kommission eine Absenkung der Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen vorsieht, um, wie sie es meint, einen fairen Wettbewerb auf dem freien Wohnungsmarkt zu ermöglichen. Das wird weitreichende Folgen, negative Folgen, auch für Berlin haben. Klaus Wowereit unterzeichnet eine Protestresolution von 27 Städten, die in Revolution wäre schön gewesen, Felicitas, aber ich sag dir gerade, dass es die eben nicht ist. Die Initiative dazu ging von Wien aus, nicht von Berlin. Aber ich sage, eine Erklärung zu unterzeichnen, wie schlimm das sein würde, macht doch noch kein Konzept der Gegenwehr aus. Ich vermisse den öffentlichen Aufschrei hier in Berlin dazu, den der Senat längst hätte organisieren müssen. Andere Landesverbände, Landesregierungen sind in Brüssel spürbar, treten als Lobbyisten der Bürgerinnen und Bürger auf, verhandeln mit Kommission, Rat, auch mit dem Parlament. Aus Berlin weitgehend Funkstille. Ich erlebe das jetzt gerade aus eigener Erfahrung. Berlin, liebe Genossinnen und Genossen, ist in Brüssel nicht spürbar. Und das ist gar nicht gut so. Wir sagen, aktive Europapolitik sieht anders aus. Ja, Berlin hat europäische Potenziale. Aber wir wollen sie auch nutzen und nicht brachliegen lassen. Wir zeigen in unserem Leitantrag Alternativen auf, wie es besser geht. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Diskussion mit euch und auf einen spannenden Wahlkampf.